Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung hier bei Ihrem BLK Regional TV und das Ganze am Dienstagabend. Wir sind stets bemüht, für Sie das Programm immer interessant zu gestalten. Natürlich gelingt uns das nur mit Ihrer Hilfe. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie uns mit Themen weiterhin unterstützen. Ja, und so kommen wir auch gleich zu unserem ersten Thema. Die Anwohner in der Weißenfelser Geibelstraße, die haben so ein Problem. Und wir sind der Sache mal nachgegangen. Empörung und Unverständnis herrschen derzeit in der Geibelstraße in Weißenfels. Anfang Dezember letzten Jahres bekamen die Hausbesitzer Post von der Stadt. Darin ging es um die Vorgärten in der Straße mit der Bitte, sich doch bei der Stadtverwaltung Abteilung Liegenschaftsdienst zu melden. Wir haben uns nicht gerührt und kriegten dann am 22. Dezember ein Schreiben mit einem Mietvertrag drin, in dem klipp und klar drin stand, wir benutzen städtisches Land hier zur Nutzung und müssen das jetzt bezahlen. Grund ist der, dass die Stadt mit dem Beratsbeschluss von 2003 das beschlossen hat, dass alle, die städtisches Land bewirtschaften bzw. nutzen, Miete zahlen müssen. Und hier kommen wir wieder drauf, Miete. Normalerweise bezahle ich für die Immobilie Miete. Und für Land, was ich nutzen kann, also Pachtland, der Garten, bezahle ich meine Pacht. Ja. Nun ja, Miete oder Pacht, am Ende läuft es aufs Gleiche raus. 1925 wurden die Häuser gebaut und seit dieser Zeit werden die Vorgärten von den Hausbesitzern gehegt und gepflegt. Bis heute waren alle der festen Überzeugung, ihr Eigentum instand zu halten. Also es ist eigentlich schon immer gewollt gewesen und eigentlich auch gedacht gewesen, dass das als eine Einheit zu betrachten ist. Nun war die erste Intention, nicht über einen Mietpreis zu gehen, aber auch als Kommune sich rauszuziehen aus der eigentlich bestehenden Verpflichtung. Aber auf der anderen Seite auch den Mietern, also den Nutzern eigentlich ein gewisses oder Pächtern ein gewisses, gewisse Rechte einzuräumen. Und der Weg, der dazu führen könnte oder die Wege wären eigentlich einerseits, wir verkaufen diese kleinen Grundstücke. Oder aber wir nehmen im Prinzip eine symbolische Pacht, die im Extremfall vielleicht 25 Jahre, Euro im Jahr betrifft. Also es ist eigentlich nichts, außer dass es bis dahin nur ein anderes Gewöhnungsrecht eigentlich gefühlt da war. Dass das vielleicht etwas ungeschickt war in der Weihnachtszeit und einfach, sagen wir mal, mit einem Schreiben dort ins Haus geflattert ist, das war ja, nicht wirklich, sagen wir mal, gut an der Stelle. Das haben wir aber auch bereits ausgewiesen oder beziehungsweise ausgewertet. Ihnen geht es aber nicht jetzt um das Geld. Ihnen geht es doch ganz einfach ums Prinzip, um die Gerechtigkeit. Genau, um das Prinzip, um die Gerechtigkeit. Vor allen Dingen, es hat hier keiner gewusst, dass das Stadtgebiet ist. Und das erste Anschreiben, das hat mich ja gleich gestört, Sie benutzen städtisches Gebiet für Ihren Vorgarten. Da bin ich ja, da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Dann hätte man doch eines Tages mal, ob nun jetzt, ich sag's mal, in der neuen Zeit oder zu DDR-Zeiten oder vorher, mal zu den Anliegern sagen müssen, hör ich zu, das ist Stadtgebiet. Das ist bis jetzt noch niemandem klar gewesen. Und plötzlich, wo es ums Geld geht, hat man entdeckt, dass das Stadtgebiet ist, wo es dann ein paar wenige gibt, ja. Also ich gehe mal jetzt so davon aus, wenn ich das richtig verstehe, normalerweise wäre dann die Stadt auch verantwortlich für diese Fläche vorm Haus, also für die Vorgärten. Also die Bepflanzung alle oder was auch immer gemacht, das wäre dann eigentlich Stadtsache. Ist das richtig so? Ja, genau so ist es. Gucken Sie das Stückchen hin, wo die gelbe Tonne zu sehen ist, da ist das neu gemacht. Das habe ich vor anderthalb Jahren machen lassen. Das waren knappe 2000 Euro, die ich bezahlt habe. Ja. Da ist niemand gekommen und hat gesagt, das bezahle ich dir. Das ist ja Stadteigentum. Ja. Sie, wie hier
der Kollege sagte, man sagt, das muss dann weggerissen werden auf unsere Kosten. Das haben wir, wie soll ich mal sagen, von uns aus gemacht. Das geht uns gar nichts an. Das kann man doch nicht machen. Mein Vati war alleine unten auf der Behörde und da hat die gute Frau zu ihm gesagt, er ist 83 Jahre, wenn er es nicht mietet, wird die Treppe weggerissen. Wie soll der Mann ins Haus kommen? Die nächste Frage ist, was ist, wenn mal Krankentransporter, Feuerwehr oder irgendwas rangeholt werden muss? Das ist überhaupt keine Möglichkeit. Ist doch frech. Also, sind definitiv niemals von der Stadt gekommen. Also da verwahre ich mich dagegen und das war auch garantiert nicht an dem Fall, weil das wäre ja wieder genau dieselbe Situation. Ich würde einen Aufwand betreiben, um da etwas zu entfernen, was wir uns ja eigentlich wünschen. Ich will es mal an dem Beispiel machen, der einen Familie, die gesagt hat, ich habe im vorigen Jahr 1500 Euro investiert, ja, und habe meinen Vorgarten gestaltet. Gefühlt haben sie das ja schon immer als Einheit eigentlich letztendlich gesehen. Und uns ging es darum, dass wir auch aus diesem Gefühl heraus eine Sicherheit bekommen. Das ist ja nicht nur eine Sicherheit für die Hauseigentümer, dass sie jetzt wirklich sagen, okay, ich kann darüber verfügen, was sie die Jahre ja schon getan haben, sondern es führt auch für uns letztendlich zu einer gewissen Entlastung, weil wir gar nicht in welcher Situation auch immer niemals wieder in die Situation kommen wollen, dass wir gegebenenfalls dort etwas tun müssen, was wir bisher nicht gemacht haben, aber auch zukünftig nicht tun wollen. Deshalb haben wir diesen Weg gesucht und Sie hatten es ja schon selber gesagt, das ist nicht wirklich eine Preisfrage eigentlich an der Geschichte, deshalb haben die meisten auch diese Vereinbarung unterschrieben. Es war schlecht kommuniziert und das müssen wir auch wirklich auch bei uns nochmal auswerten. Und in der Vorweihnachtszeit sollte man es eigentlich nicht tun. In der Geibelstraße ist man sich weitgehend einig, einen Widerspruch einzulegen. Nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Ich meine, wenn alle dagegen sind, müssen sie ja irgendwie reagieren, ja. Ja, es wurde ja gleich gesagt, dass der Rechtsabteilung von der Stadt übergeben wird und wir dann wahrscheinlich auch dort antreten dürfen. Aber bei mir ist es auch so ähnlich, wie er schon mal sagte, ich habe ja das Haus gekauft aus einer Erbengemeinschaft. Und da wurde das Haus auch geschätzt vorher. Und da habe ich also den Vorgarten, den Eingangsbereich, alles mit bezahlt. Schon. Ja. Da sind Sie jetzt kein Einzelfall. Ich höre gerade eine Stimme aus dem Hintergrund. Sie sagen mir das auch? Da war ich selber noch nicht auf der Welt. 1969 hat mein Onkel das Haus von seiner Mutter gekauft, übernommen. Wo sie verstorben war und da wurde eben die 5 Meter Vorgarten wurden in das auf Maß mit reingenommen, dafür hat abbezahlt. Ich habe das schwarz auf weiß auf den Verträgen, also es ist hammerhart. Und wir lassen uns das so nicht gefallen und ein Mietvertrag besteht ja auf Gegenseitigkeit, ein Vermieter und ein Mieter. Wenn ich das nicht mieten will, die können mich doch nicht dazu zwingen. Was haben wir denn für einen Nutzen davon? Das ist nur eine Schönheit für die Stadt. Und Arbeit haben wir. Und Arbeit. Ich hänge als schwerstbehindert. Schneide ich die Hecke vom Hocker aus, also die gibt's nicht sowas. Wir sollten doch froh sein, wenn die Straße so in Ordnung ist, wenn schöne Vorgärten davor sind, wenn das in Ordnung gehalten wird, gepflegt wird. Ja. Sie haben wahrscheinlich in jeder Abteilung einen Auftrag bekommen, wo können Sie noch irgendwas raussaugen, anders ist doch das überhaupt. Wir sollen das mieten und sollen es weiterhin pflegen. Ja. Das verlangen Sie ja von uns. Ja, und wo ich in der Stadt drin, also bei dem Sachbearbeiter war, oder also Sachbearbeiterin, habe ich gesagt, na, wenn Sie uns garantieren, dass das sagen wir mal, bei den 25 Euro bleibt, hat sie gesagt, das kann ich Ihnen nicht garantieren, das kann schon bei der nächsten, auch wie hat einen besonderen Namen, kann das schon dabei sein, dass Sie mehr bezahlen müssen. Die Stadtverwaltung Weißenfels gibt sich weiterhin gesprächsbereit. Also die Möglichkeit besteht natürlich immer. Auf der anderen Seite haben sich auch einige direkt schriftlich an mich gewandt. Ich bin jetzt die ersten Tage noch nicht dazu gekommen, das zu beantworten. Es wird eine Antwort aber geben und ich hoffe einfach und setze auf ein gewisses Verständnis auch für die Seite der Kommune und dass diese unerquickliche Episode dann aber auch beendet ist. Golberner Wurstspezialitäten bietet qualitativ hochwertige hausschlachtende Produkte. Durch eigenhergestellte Rezepturen wurde eine Marke entwickelt, die sich durch Qualität, Geschmack und Individualität auszeichnet. Generell wird bei der Herstellung auf Geschmacksverstärker verzichtet. Golberner Wurstspezialitäten finden Sie in Zeitz in der Schützenstraße und in Rasberg, im EKZ Schöne Aussicht in Leisling, in Gera Langenberg und jetzt neu auch in Tröglitz. Golberner Wurstspezialitäten, denn ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck.
Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Der neue Subaru LeVorg kombiniert optimale Funktionalität mit einer atemberaubenden Ästhetik. Durch den Turbomotor mit Direkteinspritzung bietet er eine ideale Balance zwischen Effizienz, kraftvoller Leistungsentfaltung und niedrigen Emissionswerten. Egal ob im Gelände oder auf der Straße, mit einem Subaru kommen Sie sicher an Ihr Ziel. Sparen Sie mit der Einführungsprämie für den LeVorg bis zum 30. November 2000 Euro. Ihr City Autohaus Zeitz in der Donnerliesstraße 17a. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. In der letzten Woche gab es in der Elsterstadt wieder eine Preisverleihung der Arthur-Wolfson-Stiftung. Mein Kollege Michael Turm war mit der Kamera vor Ort und kann Ihnen die glücklichen Gewinner vorstellen. Im Zeitzer Kapitol standen am 12. Januar jene im Fokus, die zwar noch jung sind, aber gezeigt haben, dass sie einiges an Talent besitzen. Um dies zu fördern und zu unterstützen, gibt es seit Mitte der 90er Jahre die Arthur-Wolfson-Stiftung und eine alljährliche Preisverleihung. Die Moderation übernahm Dr. Stefan Auerswald von der Christophorus-Schule Dreusig. Musikalisch eingeleitet wurde die Veranstaltung von Cellist Niklas Markowski, einem der Vorjahresgewinner. Herr Wolfson hat aus der Familientradition heraus, ihr Vater ist in Auschwitz umgekommen, ein Vermögen eingebracht zur Gründung dieser Arthur-Wolfson-Stiftung. Das Ziel dieser Stiftung ist, dass jungen Menschen im Alter von 13 bis 25 Jahren für ihre künstlerische Entwicklung auf dem Weg ein Preis gegeben werden kann. Es ist ausdrücklich nicht formuliert Begabtenförderung, sondern tatsächlich den Weg zu begleiten von jungen Menschen, die sich künstlerisch auf einem der Genres, ob nun bildende Kunst, Musik, Theaterkunst, Tanz, betätigen. Nominiert waren in diesem Jahr 5 Gruppen und eine Künstlerin aus den Bereichen Musik, Theater und Tanz. Vorschläge aus den Bereichen der bildenden Künste und Literatur wurden nicht eingereicht. Die Preisgelder beliefen sich insgesamt auf 3.100 Euro, im vergangenen Jahr war es mehr. 2015 wurden allerdings auch 5 Solisten und 8 Ensembles prämiert. Nachteilig wirkt sich die aktuelle Zinssituation auf die Förderung aus. Das Stiftungsvermögen beträgt zwar über 214.000 Euro, der Zinsertrag, aus dem die Preisgelder entnommen werden, ging auf knapp 700 Euro zurück. Die Stiftung ist 1995 gegründet worden von Herrn Wolfson, die in den ersten Jahren, wo sie noch gelebt hat, auch an den Beiratssitzungen teilgenommen hat und die festgelegt hat, dass es damals fünf, jetzt 4 Beiratsmitglieder gibt. Und wir haben uns einen Preisgericht dazu eingeladen. In dem Preisgericht sind Künstler, Kulturschaffende, Lehrer, also es sind alle Kunstgattungen vertreten, repräsentativ vertreten und es ist eine sehr konstruktive Arbeit. Preisgelder in Höhe von 200 Euro gingen zum einen an Jessica Walter,
die sich dem Tanz verschrieben hat. Sie tanzt aber nicht nur selbst, sie leitet seit 5 Jahren die Tanzgruppe Sternstuppen. Der Chor der Sekundarschule 3 Zeitz wurde ebenfalls mit 200 Euro bedacht. Die 19 Jugendlichen proben regelmäßig und bereichern nicht nur Schulveranstaltungen, sondern kooperieren mit der Theatergruppe, um zum Beispiel Musicals auf die Bühne zu bringen. Die dritten 200 Euro gingen an die Juniorentanzgruppe des Bornitzer Karnevalclub e.V. Die Mädchen trainieren seit frühester Kindheit und haben in Anbetracht der bevorstehenden Faschingssaison einiges zu tun. Die Jugendtheatergruppe Carambolage konnte sich über eine Zuwendung von 700 Euro freuen. Sie performten eine Interpretation des John Lennon-Klassikers Imagine. Bekannt ist die Theatergruppe durch zahlreiche Musicals. Sie danken natürlich den kreativen Köpfen Rotraud Dennecke und Thomas Volk der Kulturvilla. 800 Euro ging an die Band der Zeitzer Musikschule Anna Magdalena Bach. Das sind Josephine Sachtler, Magdalena Radefeld, Christian Arandt, Paul Schumann und Niklas Knurr unter der Leitung von Ingo Hackenberg. Der Hauptpreis, 1.000 Euro, wurde an das Gitarrenorchester Seidenwechsel verliehen. Doch wie können Nachwuchsschaffende zum Beispiel im kommenden Jahr dabei sein? Das Vorschlagsrecht haben alle Einwohner des früheren Altkreises Zeitz für junge Menschen im damaligen Altkreis Zeitz. Es können sich auch Künstler selber bewerben, sodass wir die vorliegenden Vorschläge auf ihre Zulässigkeit, Erfüllung der Rahmenbedingungen, Alter und dergleichen prüfen und dann das Preisgericht die weitere Arbeit macht. Eingereicht werden sollten, abhängig vom Bereich, Videoton und andere Dokumente, aus denen sich ableiten lässt, wie der jeweilige Stand der Talente ist. Im Büro des Oberbürgermeisters kann dies abgegeben werden. Wir schreiben es jedes Jahr im Oktober aus, den Preis für die entsprechenden Bewerbungen und freuen uns dann immer, wenn die Vorschläge eingereicht werden. Chancen haben also alle zwischen 13 und 25, die sich künstlerisch betätigen. Ich denke, in den Altersgruppen, um die wir uns bemühen, sollte man nicht von Highlights sprechen. Da gibt es künstlerische Entwicklungen, die hervorragend sind. Wir haben heute sicherlich auch einen Künstler dabei, der Vorsaisonpreisträger war, der sich gut entwickelt hatte, aber dieses Jahr nicht eingereicht wurde. Einige der in den vergangenen 2 Dekaden Ausgezeichneten gingen und gehen mit dieser Unterstützung ihren Weg und sind derzeit zum Beispiel an Hochschulen in Leipzig und Detmold. Das Gitarrenorchester Seidenwechsel hat sich für den Bundeswettbewerb in Ulm am 30. April mit dem Prädikat sehr gut qualifiziert. Ob sie teilnehmen können, ist allerdings offen. Die 1.000 Euro sind hilfreich, decken die geschätzten Reisekosten von 6.000 Euro für das gesamte Orchester allerdings nicht. Drücken wir die Daumen, dass sich weitere Sponsoren finden. Der frühe Vogel, naja, Sie kennen ja das Sprichwort. Wir haben bereits heute Tipps für Ihr Wochenende herausgesucht. Führungen, Ausstellungen oder Reiseberichte in Form von Multimedia-Shows. Hier unsere Veranstaltungstipps für Sie. Am Freitag, den 22. Januar, können Sie sich im Theater Zeitz im Kapitol auf eine Reise zum Don begeben. Abenteuer Russland, die neueste Diashow des Opernsängers und Bildjournalisten Thomas W. Mücke und seiner Frau Nina, ist eine faszinierende Bildromanze. Diese 4. Fahrt durch Russland führte zum Don, an den Fluss, mit dem die spannende Geschichte der Kosaken eng verbunden ist. Still ist er wirklich, dieser Don, den sie mit ihrem Abenteuerboot befuhren. Unvergesslich die Ruhe, die Gastfreundschaft sowie die selbstverständliche Hilfsbereitschaft der Menschen. Exzellent feiern können sie, die Kosaken. Und natürlich singen, so Thomas Mücke. Beginn ist um 19.30 Uhr. Einlass beginnt bereits ab 18.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf erfolgt über die Touristinformation Zeitz. In der Naumburger Galerie im Schlösschen am Markt werden ab Samstag, dem 23. Januar, die Visionen eines Universalgenies zu sehen sein. Hängekleider, Kugellager, Schwungrad und viele andere Maschinen zeugen von den fortschrittlichen Kenntnissen Leonardo da Vincis,
in Naturwissenschaft, Architektur und Ingenieurskunst. Für die Ausstellung wurden seine bahnbrechenden Erfindungen maßstabsgetreu nachgebaut. Dank ihres interaktiven Konzeptes wurde die Schau bereits in anderen Städten zum Besuchermagneten. Präsentiert werden die Großmodelle aus Holz zusammen mit den entsprechenden Skizzen des Meisters. Der überwiegende Teil der Erfindungen kann und darf von den Besuchern angefasst und ausprobiert werden. Die Ausstellung Leonardo da Vincis Maschinen ist bis zum 24. April zu sehen. Ergänzend zu den Großmodellen und Skizzen bietet sie spannende Informationen über Leonardos Leben, seine Zeitgenossen und die Renaissance. Eine Ausstellung nicht nur für Kinder, sondern für die ganze Familie. Die Galerie ist täglich geöffnet, außer montags jeweils von 10 bis 17 Uhr. Am Samstag, den 23. Januar, fliegt wieder das Federvieh in die Domstadt. Die Stadt Naumburg lädt in diesem Jahr bereits zum 148. Taubenmarkt ein. So sind auch in diesem Jahr wieder Taubenzüchter aus ganz Europa vor Ort. Getreu dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm, beginnen die Märkte um 6 Uhr und enden 12 Uhr mittags. Aufgebaut wird ab 5 Uhr und nicht selten laufen die ersten Geschäfte bereits währenddessen ab. Neben den wichtigsten Teilnehmern, den Tauben, wird auch für das leibliche Wohl und Unterhaltung gesorgt. Ebenfalls am Samstag, den 23. Januar, steht im Weißenfelser Heinrich-Schütz-Haus eine Liebeserklärung an den Tango auf dem Programm. In einem leidenschaftlichen Zwiegespräch von Akkordeon und Piano, ergreifend und sinnlich, spannt das Duo den Bogen vom traditionellen argentinischen Tango bis zur großen Dramatik der unvergesslichen Kompositionen Astor Piazzollas. Weitere Komponisten sind unter anderem Osvaldo Pugliese, Ariel Ramirez sowie Hermanos Cucaro. Die beiden Künstler Bettina Born und Wolfram Born führen durch das Konzert und bereichern dieses durch eigene Kompositionen. Beginn ist um 17 Uhr. Am Montag, dem 25. Januar, können Sie im Leislinger Einkaufszentrum Schöne Aussicht in einer interessant gestalteten Ausstellung einmal in die Urzeit eintauchen. Mit dieser Ausstellung wird Ihnen eine Abenteuerreise durch die Geschichte unseres Planeten Erde nähergebracht. Dinosaurier und andere längst ausgestorbene Tiere faszinieren jung und alt. So wie zum Beispiel das größte fleischfressende Säugetier, das je gelebt hat. Sie lernen die Urozeane mit ihren bizarren ausgestorbenen Lebensformen kennen, begegnen dem riesigen Sichelkrallensaurier Utahraptor und der über 3 Meter langen stachligen Riesenechse Styracosaurus. Die vielseitige Ausstellung führt durch Krisen und Katastrophen der Erdgeschichte und stellt typische Lebewesen der 3 großen Erdzeitalter vor. Es handelt sich um eine spannende Reise für die ganze Familie. Didaktisch aufbereitet für Kindergartengruppen und Schulklassen. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sicheres Wohnen. Diese 4 Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Interfunk Mende, Ihr Fachhändler für Kabel-TV, Multimedia und Veranstaltungstechnik in Ihrer Nähe. Wir stellen Ihnen TV- und Radiosender in bester Bild- und Tonqualität preisgünstig zur Verfügung. In unseren Geschäftsräumen führen wir erstklassige TV-Geräte der Marken Metz, Grundig und Panasonic. Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung und beraten Sie umfassend und kompetent. Schauen Sie doch einfach vorbei in Bad Kösen, Borlachstraße 35. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen,
bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theißen, Weißenfelser Straße 6 in Theißen. Bereits im letzten Jahr wurde eine Kooperation zwischen den Stadtwerken Zeitz und dem SV Großgrimma geschlossen. So konnte an diesem Wochenende oder am vergangenen Wochenende der erste Stadtwerke-Cup in der Glückauf-Sporthalle in Hohenmölzen durchgeführt werden. Ja, zahlreiche Mannschaften waren angereist. Mein Kollege Steffen Barfuß, der berichtet. Am Anfang jeden Jahres stehen bei vielen Fußballern die obligatorischen Hallenturniere im Terminkalender. Am Samstag lud der SV Großgrimma zu einem solchen in die Glückauf-Sporthalle nach Hohenmölzen ein. Wir haben heute den ersten Stadtwerke-Cup für den Nachwuchs, und zwar die B-Junioren führen hier ihre Aktionen durch am runden Leder. Wir haben das letztes Jahr mit den Stadtwerken von Zeitz eine Partnerschaft geschlossen, werden da unterstützt, und daraus wurde dann der Gedanke geboren, hier auch ein Hallenturnier zu organisieren. 10 Mannschaften hatten die Organisatoren eingeladen und alle kamen. In 2 Staffeln wurde nun um den Sieg, Pokale und Medaillen gekämpft. Schon an der guten Stimmung in der Halle zeigte sich, dass der SVG wieder gut organisiert hatte und mit den Zeitzer Stadtwerken einen kompetenten Partner an seiner Seite hat, der gerade im Bereich der sportlichen Nachwuchsförderung nicht nur in der eigenen Stadt unterstützend tätig ist. Ja, wir haben seit, sag ich mal, ungefähr einem Jahr so Kontakt zum SV Großgrimma, und das haben wir im Anfang der Saison dann in einem Sponsoring-Vertrag umgesetzt, und in dem stand drin, dass es auch 2 Stadtwerke-Cups geben soll, und das ist quasi heute der erste hier in Großgrimma, ein B-Jugendturnier, und ich denke, wird gut angenommen. Also es ist top organisiert, wir waren ja schon zum Mitternachts-Cup hier, und kann man nur ein Lob an die Veranstalter aussprechen. Die Mannschaften sind begeistert, gute Spiele, also ich denke, kann man nicht besser machen. Unter den 10 Mannschaften waren nicht nur Einheimische oder aus der näheren Umgebung. Auch aus Halle und Leipzig waren die Spieler angereist. Ja, wir wollten nicht nur die Staffel, sag ich mal, so bestücken, dass unsere B-Junioren, die spielen ja in der Kreisliga, und wir wollten eben auch Höherklassige dabei haben. Deshalb sind wir an die Leipziger herangetreten, haben mit denen schon, sag ich mal, andere Verbindungen durch andere Turniere. Und haben das dann gedacht, laden weitere Landesligamannschaften ein, dass es eben nicht nur Kreisligamannschaften sind. Schon öfter in Hohenmölzen waren die Leipziger, die für Unbeteiligte schon mit ihrem Namen SV Azubi Leipzig für Aufmerksamkeit sorgten. Das ist schon ein ganz guter Einstieg. Also Azubi ist, so wie es der Name sagt, die Kurzform von Auszubildenden. Der ist gegründet worden kurz nach der Wende von meinem Vater mit ehemaligen Berufsschülern, und die waren damals alles Azubis, und die durften dann nicht mehr Lehrlinge heißen von Herrn Biedenkopf aus, oder mussten dann Azubis heißen, und da haben die zusammengesessen, wie das ist bei der Vereinsgründung, haben gesagt, wie wollen wir uns denn nennen, und da haben sie gesagt, wir nennen uns kurz Azubi. Und das ist auch ganz gut, weil man ja sein Leben lang nie auslernt, also irgendwie immer Azubi ist. Über 350 Mitglieder hat der Verein, wovon fast die Hälfte Kinder und Jugendliche sind. Ungewöhnlich sind hier auch die Trainingsmethoden. Die Besonderheit ist, wir sind, wie die anderen würden böse zu uns sagen, Breitensport klassischerweise. Wir sind nicht im Punktspielsystem. Wir machen reine Ausbildung, und daneben liegt unser Schwerpunkt eher auf dem schulischen Aspekt. Soll heißen, vom Kindergarten an bis zum Abitur wird bei uns parallel neben dem Training auch noch Schule gemacht, verkürzt gesagt. Mit Quiz während des Trainings, sage ich mal vorsichtig. Das ist jetzt für Sie jetzt vielleicht neu, haben Sie noch nie so gehört, aber das gehört bei uns dazu. Dass dieses Konzept auf viel Anerkennung stößt, zeigen nicht nur die Mitgliederzahlen. Hier trifft sich auf dem Sportplatz die Jugend aller Bildungswege. Ob Montessori- oder Waldorfschüler, Hauptschüler oder Gymnasiasten, alle vereint die Lust am gemeinsamen Spiel. Der Kontakt zum SVG besteht schon länger. Gute Frage. Ich glaube, das ist jetzt schon ein sehr langer, alter Kontakt nach Hohenmölzen. Sowohl die Hohenmölzer sind auch schon bei uns gewesen. Die Winterturniere sind jetzt eigentlich schon, muss ich jetzt lügen, ich denke, seit 4-5 Jahren spielen wir die auf jeden Fall schon. Und es ist immer sehr angenehm hier, es ist immer ruhig.
außer so ein paar emotionale Trainer, wie ich das vielleicht bin, die sind dabei. Aber ansonsten ist es sehr ruhig und angenehm. Es verletzt sich kaum jemand. Das ist immer sehr schön. Und auch auf den Rängen ganz angenehme Atmosphäre. Und da wir eher mehr von der Mannschaft, auch eine ruhige Mannschaft sind, passen wir hier ganz gut rein. Mit einem vielleicht emotionalen Trainer, wie das manchmal so ist im Fußball. Und die Emotionen kochten bei ihm schon manchmal hoch, wenn seine Jungs auf dem Spielfeld agierten. Immerhin verließen sie die Stadt der drei Türme am Abend als Achtplatzierter. Mehr hatte sich der Gastgeber der SVG vorgenommen. Ja, wir haben unser erstes Spiel gewonnen. Zum Glück. Das ist eine gute Turniereröffnung gewesen. Wir werden sehen, wie es weiterläuft. Wir haben ja immerhin heute hier 5 Landesligisten am Start und 5 Kreisligisten. Und wir hoffen, dass wir unter die besten 5 kommen. Ziel ist Halbfinale und alles andere sehen wir dann. Trainer und Organisatoren konnten zum Schluss stolz auf ihre Mannschaft sein. Platz 2 hinter der BSV Halle Ammendorf, ein guter Auftakt beim ersten Stadtwerke-Cup. Ja, wir sind eigentlich schon wieder fast am Ende unserer Sendung angelangt, bis aufs Wetter. Und eingangs habe ich Ihnen ja gesagt, jetzt sollen Sie erfahren, wie es in den nächsten 3 Tagen mit dem Wetter hier bei uns im Burgenlandkreis weitergeht. Qualität, regionale Produkte und immer ein freundliches Wort. Das E-Center Naumburg präsentiert Ihnen das Wetter im Burgenlandkreis. Am Mittwoch ist es zunächst stark bewölkt und es fällt noch etwas Schnee. Zum Nachmittag setzen sich von Norden her Auflockerungen durch und es bleibt dann niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach um West und die Temperaturen liegen zwischen -3 und 0 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es wolkig bis stark bewölkt und niederschlagsfrei. Bei schwachem Wind aus West fällt die Temperatur auf -2 bis -6 Grad. Am Donnerstag ist es vielfach hochnebelartig bewölkt und niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach um West und die Temperatur erreicht ein Maximum zwischen -2 und 0 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es wolkig und niederschlagsfrei. Bei schwachem Wind aus südwestlichen Richtungen fällt die Temperatur auf -5 bis -8 Grad. Der Freitag präsentiert sich überwiegend sonnig. Die Tageshöchstwerte liegen bei 0 Grad. Egal wie das Wetter auch wird, wir sind immer für Sie da. Das E-Center Naumburg. Ja, und damit sind wir wirklich jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es waren interessante Themen auch für Sie wieder mit dabei. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, am Freitagabend bei unserer nächsten aktuellen Sendung. Ja, und weitere Nachrichten, die finden Sie auf unserer Webseite unter www.blkregional.tv oder Sie besuchen uns ganz einfach bei Facebook. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Genießen Sie die klare, frische Luft. Ja, frisch ist vielleicht geschmeichelt, kalte Luft. Ja, und vielleicht haben wir doch noch ein bisschen Glück. Und Frau Holle schüttelt die Betten doch ein bisschen mehr aus, als wie es jetzt hier ist. Also machen Sie es gut. Bis Freitag. Tschüss.